So, herzlich willkommen zu meinem Kanal und heute möchte ich meinen Eigenbau vorstellen, dieses Wärmepumpe von LG WH27S. Das sieht man hier. So, dann nach mehreren Angeboten, einer wollte von mir für Gesamtbau mit dem Rohren und so weiter 8000 haben, der andere wollte nur für Installation und Inbetriebnahme 2000 Euro, also 1850 haben, habe ich entschieden, das in Eigenregie zu machen. So, es ist einfacher, als man vorstellt, was war notwendig. Das werde ich gleich erzählen, aber erstmal hier, was ich da erstmal gemacht habe. So, zuerst erstmal den Label hier, welches Modell das ist. 270 Liter Modell mit WH27S F5, 230 Volt mit R134S Kühlmittel. Welche Leistungen der braucht im Heatpump-Modus. Ja, LG empfiehlt in einem geschlossenen Raum mit Mindesttemperatur von 1 Grad aufzustellen. Ich habe es im Wintergarten aufgestellt, da ich keinen Keller habe. Es sind insgesamt 6 Anschlüsse zu schließen. Einmal Reliefwall, was mitgeliefert wird. Einmal Ausgang hier für Heißwasser und zweimal Kondenswasserauslass, einmal zu entleeren und einmal Kaltwasser. So, das war einfach anzuschließen, Kalt- und Warmwasser. KFA-Ventil habe ich erstmal ausgelassen, weil erstmal LG empfiehlt, wenn da ein KFA-Ventil auf Einlass angeschlossen ist, dann soll man ein Ausdehnungsgefäß anschließen. So, da das Gerät nicht steckerfertig geliefert wird, ist es vom Elektriker hier anzuschließen. Ich habe dann auch hier einen Meter anschließen lassen. Aktuell nimmt er nur 2,29 Watt. Weil das in Standby ist und bisher hat 26 Kilowatt in Anspruch genommen. Wie ich gerade erzählte, ich hatte ein Angebot für insgesamt 8.460,50 €, also fast 8.500 Euro für Gesamt mit Anlage. Das fiel mir einfach mal zu viel zu sein. Was hat mir ganzes Spaß gekostet? Die von LG habe ich online liefern lassen. Mit Versand hat das 1.987 Euro gekostet. 25 Meter Aluverbundrohr hat mir 39 Euro gekostet. Dann die ganze Fittings, Schraubfittings habe ich online gekauft. Den Links gebe ich im Detail. Einmal 80 Euro. Einmal 70 Euro und dann noch 50 Euro andere Kleinkram hat insgesamt. So, Rohre hat von 39 Euro gekostet. Fittings, Schraubenfittings plus Dämmmaterial. Ja, also insgesamt 2.226 Euro und da den von Brauchwasserwärmepumpe beim Lieferung ein bisschen beschädigt wurde, habe ich 400 Euro Nachlass bekommen. Daher insgesamt hat mir ganzer Spaß 1.826 Euro gekostet. Arbeitsaufwand war beim Rohrenverlegen, Wanddurchbruch ungefähr insgesamt 3-4 Stunden und dann anschließend mit dem Brauchwasserwärmepumpe war auch ungefähr 3 Stunden, also ungefähr 7 Stunden.
wie habe ich es in meine aktuelle Installation gemacht? So, ich habe eine sogenannte Gemeinschaft und was über eine Wärmetauscher hier Wasser erwärmt wird, das habe ich dann zugemacht und dann in die Einleitung dann hier angeschlossen. So, das funktioniert aus meiner Sicht. Demnächst dann zeige ich, wie dieses LG Think App funktioniert und welche Kosten oder welche Energieverbrauch er bisher gemacht hat. App, wie das funktioniert, der ist aktuell in Standby-Modus, weil das Wassertemperatur fast 49,5 Grad ist und nicht nur das, sondern ich meine Scheduler so hier eingestellt habe, dass es zwischen 10.30 Uhr und 15.35 Uhr läuft und aktuell ist 6.09 Uhr, daher läuft es auch nicht aktiv. Sonst, welche Modi oder Modus sind vorhanden? Einmal Heatpump, dann Auto, Turbo und Urlaubsmodus. Und dann, wie viel Energie bisher verbraucht wurde, das ist hier ersichtlich. Das sieht man ein ganzes Monat. Am 10. Februar wurde es in Betrieb genommen. Ja, da hat er beim Erstnutzung 4,39 kWh aufgebraucht und dann ungefähr 3 am nächsten Tag, also am Sonntag. Dann war es ja fast unter 2 kW, wie das zu sehen ist. Dann am Sonntag wieder, nächste Woche dann, anscheinend wegen Legionellenprogramm, hat er wieder 7 kWh verbraucht und danach wieder unter 2 kW und heute ist das Samstag ungefähr 3,49 kW, weil Samstag da fast jeder zu Hause ist, dann wird mehr Wasser verbraucht und dann auch dann Energie. So, sonst, da kann man auch eine Smart-Diagnostik laufen lassen, wo sämtliche Sachen dann geprüft werden, Temperatursensor, Drain, Wasserleck, Heizung, Kompressor, Lüfter, Wassertemperatur und so weiter. Ja, und aktuell kein Fehler. Dann ist die Frage, ob das für mich lohnt. Ich würde sagen, ja, es lohnt sich, weil durchschnittlich 2,5 kW pro Tag, ungefähr 70, 80 Cent pro Tag. Mit Solaranlage, welches nur tagsüber zwischen 10.30 Uhr und 15.35 Uhr läuft, ist am besten gelöst. Bisheriger, meine Wärmetauscher hat ungefähr 15 kW verbraucht. Daher aus meiner Sicht ist eine lohnende Investition. Dann danke für das Schauen. Wenn die Fragen sind, einfach mal stellen, abonnieren und liken. Dankeschön und bis zum nächsten Video. Ciao.